Zuerst der Hitzerekord in Horn mit 35 Grad am Dienstag und dann eine Unwetterwalze mit Blitz, Donner und Starkregen, die über Österreich fegt am Mittwochabend. Denn in vielen Orten, vor allem in Tirol, Ober- und Niederösterreich, aber auch im Burgenland, sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Dienstag im Dauereinsatz. Die Macht, die sich hier die Natur herausnimmt, das zeigt einmal mehr die Blitzstatistik, denn innerhalb weniger Stunden sind in Österreich insgesamt 15.000 Blitze registriert worden. Aber nicht nur die Blitze, auch der Regen hat für viele Probleme gesorgt. Einmal mehr die Hotspots in Niederösterreich sind hier gewesen. Atzenbruck, Michelhausen, Spitzenberg, Reitling und Würmler. Insgesamt 430 Feuerwehrleute sind hier bei 44 Einsatzorten im Einsatz gewesen. Auch in Tulln, auch im Raum Tulln und St. Pölten zeigt sich einmal mehr die Macht des Regens. 80 Liter in 30 Minuten hat man hier gemessen. In St. Pölten hat man deshalb sogar die Universitätsklinik, den Keller auspumpen müssen. Auch Oberösterreich hat es stark erwischt. Hier war es vor allem Gmunden. Dort hat man sogar die Innenstadt für kurze Zeit sperren müssen. In Tirol zeigt sich einmal mehr die Macht der Blitze. Dort sind nämlich die Blitze hauptsächlich das Problem gewesen. In Jenbach hat ein Blitz einen Waldbrand ausgelöst von insgesamt 300 Quadratmetern. Und in Kremsmünster ist ein Blitz sogar aus einer Steckdose in einem Einfamilienhaus geschossen. Verletzt wurde dabei aber niemand. Und auch die Unwettergefahr, die bleibt in den nächsten Tagen noch akut, auch wenn es untertags vorerst immer sonnig und schwül ist.